Riesenstimmung in unserem Heimatdorf Mahodoba. Wir sind zurückgekehrt von einem erfolgsgekrönten Abenteuer, wo wir das erste Mal ein Miasma-Loch mit Hilfe der Erkenntnisse unserer Professoren schließen konnten. Wir haben nicht unsere Dämonen drauf fokussiert, die Erinnerung unserer Mitama materialisiert und dadurch das böse Übel aus der Welt getrieben. Doch jetzt sind wir zurückgekehrt und irgendwas ist hier vorgefallen. Was es ist, werden wir jetzt in Erfahrung bringen. Und in diesem Sinne begrüße ich euch zur nächsten Folge hier von Kontinenz. Weiter geht's. Okay, unsere Aufgabe lautet wie folgt. Mit Jakob reden, steht da. Hier bei der, die Hauptaufgabe heißt jetzt, der Verteidigungskampf der Sakimodi-Festung. Also da muss irgendwas im Anmarsch sein. Was es sein wird, werden wir in Erfahrung bringen, indem wir jetzt mit ihm reden. Moment, ich geh mal hier rein. Der steht nämlich hier. Jakob, was ist los? Rede mit mir. Was für eine niederträchtige Geste gewesen, ja? Will uns wegscheuchen oder was? Bin gerade erst gekommen. So, jetzt sprich. Ihr schon wieder, die Karakuri-Nutzer. Was ist passiert, Jakob? Notstand wurde ausgerufen, Benizuki. Eine Vielzahl von Oni dringt vom Norden nach Süden vor und kommt uns näher. Und es sind auch viele große dabei. Und zwar 10 Stück ungefähr, was? Und ja, wir haben eine Kampflinie, Verteidigungslinie oben eröffnet, ja. Und dürfen keinen davon, von diesen großen Kreaturen durchlassen. Benizuki. Wir brauchen deine Kraft, du, die hier als stärkste Kriegerin gilt. Die Samurai, also der Kriegerkorb, ist wegen einer anderen Mission gerade nicht anwesend hier. Und wir alleine würden es so nicht schaffen. Verstanden. Wir gehen, Yakumo. Eine Meldung kommt hier von der Front wahrscheinlich. Es ist was Schlimmes passiert. Die Dämonen greifen die südliche Festung an. Was? Im Süden? Was? Was ist denn... Was hat das zu bedeuten? Wie sehen die... sieht's aus? Was für Kreaturen sind dabei? 3 große und unzählige kleine. Das kann doch nicht sein. Wir werden also in die Zange genommen. Vom Norden und vom Süden kommen sie. Was machen wir nur? Kann ich dir die Festung überlassen, Kurando? Wir kümmern uns um den Norden und du gehst in den Süden. Wenn du es bist, du schaffst es. Das will ich doch hoffen. Es bleibt jetzt derzeit keine andere Option. Ich gehe mit. Alleine solltest du gefährlich sein für dich, Kurando. Vielen Dank. Ich glaub an euch. Professorin und Tokitsugi, ihr kommt mit mir. Bitte leiht mir eure Kraft. Verstanden. Also lasst uns gehen. Ja, wir überlassen es den Helden hier. Und Kurando, sicherheitshalber gebe ich dir das hier. Ach, die Dämonenhand. Haben wir nicht schon eine von, oder was? Gibt es jemanden, der das wahrscheinlich benutzen kann? Und, sollen wir jemand anders das noch das Teil geben? Jetzt ist nicht die Zeit, wo ich, drüber denke und zu vorsichtig mit dem Verleihen davon sein sollte. Du entscheidest, wem du sie gibst. Meine Güte, ihr Karakuri-Benutzer, was soll denn das? Wenn die durch die Festung dringen, dann sind sie direkt vor unserem Dorf. Egal was ist, beschützt die Festung. In der Festung ist Tsubaki. Sie sollte nicht so schnell besiegt werden. Also Krieger, lasst uns gehen. Vorbereitungen für den Vorstoß sollten jetzt getroffen werden. Und jetzt erfüllt eure Pflicht als Krieger. Jawohl. Okay, wem geben wir denn die Dämonenhand? Ich hoffe, dass wir gleich jemanden finden.
So. Guck ich mal. Wo müssen wir jetzt hin? Wo ist die Festung? Ist die ganz im... Wir sollten noch im Süden, dachte ich, sein, oder nicht? Sollten wir nicht im Süden sein? Hier, ne? Genau. Da müssen wir hin. Also gehen wir jetzt hier südlich. Einfach weiter. Wollte mich gerade schon sagen. Zack. Nehmen wir mit. Und schreiten dann hier mal runter. Wir müssen uns ja jetzt beeilen, ne? Selbstverständlich. Es geht um die Fortexistenz unseres Dorfes. Huch, jetzt wollen wir mal kurz hier vorbeischreiten. Und genau hier lang. Und hier nehmen wir den Weg dort entlang. So, was ist hier vorgefallen? Das ist die Sakimori-Festung. Also wir sind hier schon angekommen. So. Ganz kurz gucken. Kommen wir irgendwo hoch? Na, egal. Komm mit. So, reden wir mal mit dem Grenzsoldaten. Tsubaki! Was mit Tsubaki? Tsubaki hier drinne? Oh nein. Ist irgendwas Schlimmes vorgefallen? Ich bitte euch, kümmert euch um meine Kameraden. Tsubaki, bist du hier? Oh oh. Ach du meine Güte. Was ist das für eine Kreatur? Das scheint auf jeden Fall dort Tsubaki zu sein. Gott sei Dank, du bist noch unverletzt? Ihr seid aber ein bisschen sehr spät, sagt der Tsubaki. Und, was ist mit, unserem Anführer, Yakumo? Wer seid ihr? Auf jeden Fall nicht Yakumo. Das weiß ich jetzt auch, wenn ich euch angucke. Egal wer ihr seid, helft mir. Überlasst das uns, dafür sind wir ja gekommen. Oha. Wen haben wir denn jetzt hier auch noch? Kamuna scheint sein Name zu sein und er schweigt lieber. Du bist ein Samurai? Er kommt. Schaut nach vorne. Okay. Das Teil müssen wir jetzt also besiegen. Daran setzen wir alles. Und haben zwei neue Kameraden gleichsam hier an unserer Seite. Die werden wir aber auch wahrscheinlich brauchen, um diese Kreatur niederzukämpfen. So. So, und sie wundern sich gerade, dass wir hier Karakuri-Benutzer sind und hier die Dämonenhand rausgeholt haben. So, erstmal hier am Arm greifen. Mal. Was macht er denn jetzt? Was zur Hölle? Nein! Oh, oh, oh. Er hat es auf jeden Fall auf mich abgesehen hier. Der hat eine ziemlich große Reichweite mit seinen Attacken. Also ein großes Angriffsfeld. Heilen wir uns mal kurz. Ha! Da haben wir keine Chance so. Wir müssen ihn niederwerfen wieder. Jawohl. Es ist gestorben. Und da haben wir Isunboshi als Mitama. Sozusagen der Däumling übersetzt, ja. Wenn man das so sagen kann. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das war jetzt gar nicht so schwer wie erwartet. Aber wir haben ja auch gute Unterstützung gehabt. Und jetzt? Ja, jetzt geht's weiter.
mit ein wenig Gerede wahrscheinlich. Ich danke euch dreien, dank euch habe ich überlebt und wir haben es geschafft. Gott sei Dank haben wir es noch zeitlich hier hergepackt, ja? Seid ihr alle unverletzt? Ja, hier und dort sind wir ein bisschen verwundet, aber letztendlich ist alles in Ordnung. Wir leben alle. Ah, okay. Na, Gott sei Dank. Wie sieht's an der Nordfront aus? So, da ist halt die Schutzarmee, die Schutzbrigade und samt Benizuki da. Deshalb soll das alles kein Problem dort oben sein. Was, Benizuki? Na, dann brauchen wir uns keine Gedanken machen. Also ich bin Tsubaki, ich gehöre zu den Verteidigungstruppen und ihr? Ich bin Gwendolyn, nenn mich aber einfach Gwen. Welch mysteriöser Name. Kommst aus einem anderen Land? Ich komme aus England und ich hatte halt eine Angelegenheit, die mich zur Professorin geführt hat und seitdem bin ich bei euch. Und du dort? Ach, du bist Kunando? Ah, okay, du hast doch vor kurzem eine Abteilung unserer Verteidigungstruppen gerettet. Das ist zu einem Gerücht bei uns allen geworden und wir reden halt von dir. Hm, du also. Aha. Aber du scheinst nicht der Einzige zu sein, der so stark ist. Ah, okay, sie ist auch eine, ist die Chefin so der Trainingstruppen von Lasern und auf Englisch gesagt wäre es Elite. Sie gehört also auch zur Elite, zu Baki. Elite ist ursprünglich Französisch, nicht wahr? Jedenfalls solltet ihr euch an mich erinnern, also mich in Gedanken behalten, ihr Karakuri-Nutzer. Verstanden oder Widerstand leisten, wir verstehen dich. Du bist ganz schön offen, ne? Also ziemlich offen. Und wie wär's, wenn du dir nicht mal ein bisschen Widerstand hier leistest, ne? Hm. Er schweigt und geht. Moment mal. Wo willst du hin? Ja, ich will natürlich hier die restlichen Viecher noch jagen. Ich habe noch ein paar, während ich hergekommen bin, habe ich noch ein paar von ihnen, von den Dämonen, über die Festungsmauer fliehen sehen. So, und bevor die natürlich dann tätig werden und andere Oni herrufen, will ich sie besiegen. Du willst also alleine die andere Dämonenwelt betreten, die andere Welt? Bleib stehen, sonst stirbst du. Ich sterbe nicht, denn ich bin der Allerstärkste. Was redest du? Wie lautet dein Name, du stolzer Samurai? Kamuna ist mein Name, ich heiße Kamuna. Ah, Kamuna, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Du gehörst doch ganz gewiss zu dem Samurai-Korps, nicht wahr? Du bist doch ein Gehilfe von denen. Ihr habt euch jetzt also das erste Mal getroffen? Gesehen habe ich ihn schon mal, aber wie gesagt, Verteidigungstrupp und Samurai, nun ja. Jedenfalls, allein ist zu gefährlich. Wie willst du denen überhaupt folgen? Ich suche sie einfach, wie ich will, nach Gutdünken. Meine Fresse, das ist doch idiotisch. Du magst was drauf haben, aber du bist ein blöder Trottel. Meine Güte, du bist echt ziemlich nervig, ja? Wenn ich sie einfach gehen lasse, dann holen sie neue Unterstützer. Ja, das mag stimmen, aber... Hm.
Es gibt, das heißt nicht, dass wir jetzt, keine Mittel haben, aber vielleicht sollten wir hier die Oni-Hand benutzen. Ich habe gehört, dass man damit die Spuren von Oni materialisieren oder sichtbar machen kann. Wenn wir sie jetzt benutzen, dann können wir es noch schaffen, dann haben wir es vielleicht noch in der Hand. Und zudem haben wir noch eine Dämonenhand von unserer Frau Professorin gekriegt. Wir sollten sie hier jetzt bei den benutzen, bei den beiden. Und dann haben wir auch bei den nächsten folgenden Kämpfen eine Chance zu gewinnen. Wovon redet ihr gerade? Was mit der Dämonenhand die Spuren folgen? Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was ihr sagt, aber ich denke, wir sollten es lieber zeigen, bevor wir hier weiter irgendwie euch was erklären. Denn wenn man es sieht, dann versteht man es besser. Solltet erstmal jetzt versuchen, das zu benutzen, das Teil. Das sieht interessant aus. Moment mal, das, ich bin da jetzt ein bisschen überfordert gerade, deshalb... Ah, okay, verstanden. Ich versuch's auch zu benutzen. Also dann reicht mir mal eure Hände. Werden die Teile noch angesetzt? Ja, jetzt sollte es eigentlich alles klappen. Wahrscheinlich. Ich fühle mich ein bisschen unsicher, aber... Eine Dämonenhand. Vom Aussehen her sieht es ganz gewöhnlich aus. So, wir sollten ganz schnell jetzt die Dämonen besiegen und dann Bericht erstatten bei unserem Heimatdorf und ihnen zeigen, was wir erreicht haben. So, und Kujakto hat sie Yakumo genannt. Das ist so viel wie Faunkopf. Meinst du das, weil er die die Haare so aufgefächert hat oder was? Ja, der kann die Haare so auffächern, der Typ, ja. Aber hör auf mir jetzt solche Gedanken hier. Ich stell mir das gerade vor, das ist irgendwie eklig. Aber irgendwie, also gar nicht mal so schlecht aussehen, ne? Meine Güte, so, jetzt macht euch mal die Arbeit, Jungs und Mädels. Denn es gibt noch ein paar Dämonen zu erjagen. So, hiermit sollten wir jetzt nämlich dann die Spuren sehen. Und hier sind schon die ersten Oni, die auf uns warten. Weiter geht's. Kommt her! Schwertertanz. Damit ist es ganz schnell zu Ende geführt. So. Warte mal, unser Missionssymbol ist hier. Heißt das, wir können hier schon Spuren sehen. Hier, Moment. Irgendwas sieht man noch hier. Das sind die Spuren der geflohenen Oni. Es sieht fast aus wie die Fußspuren der Oni. Und die gehen hier weiter. Deshalb folgen wir einfach mal. So. Sehen wir die immer noch dann? Ja, ne? Da. Da sieht man auch, das ist ganz cool, die Energie leisten von denen. Was eigentlich eine ganz coole Lösung ist, weil wenn das im normalen, in der normalen Sicht immer wäre, dann würde es, glaube ich, relativ schnell nerven, wenn du da die ganze Zeit die Leiste über den Köpfen schweben hast. So, hier müssen wir rauf. Und hier führen sie weiter. Und zwar hier entlang. Und Tsubaki fragt jetzt, ob die Professorin die Dämonenhand hergestellt hat. Und wundert sich halt über diese Technik. Ah. So, wo geht's weiter hier?
Da sind wir noch auf dem richtigen Weg, scheinbar. Da geht's weiter hier entlang. Hier müssen wir erstmal zack den Stein befrieden und dafür müssen wir diese Beste hier besiegen nochmal. Gleiches Kaliber wie eben. Aber jetzt haben unsere Kameraden ja auch ihre Dämonenhand, das heißt, vielleicht geht's jetzt schneller. Und das ist echt ganz cool, da kann man echt sehen, wie viel Energie das Teil noch hat. Oh, verdammt. Oha! Was macht es? Ganz schön viel Wirbel hier. Das für nichts, ja? Einfach aufprügeln. Weiter. Es ist auf jeden Fall sehr wütend geworden. Komm schon. Wo ist es hin? Dort vorne. Ja, aber komm schon. Da. Friss das. So, und bevor es jetzt noch einmal in seinen Wirbelmodus geht, haben wir es erledigt und damit hier diese Safe Zone sozusagen eröffnet für uns. Moment, wir halten noch einmal ein Gebet, reinigen uns von dem Gift, das in unseren Körper gedrungen ist und folgen nun weiter den Spuren. So. Die fremde Welt ist so unheimlich, dass man denken könnte, dass jede Sekunde ein Geist erscheint, sagt sie. Kalt, sagt sie. So. Sind hier jetzt die Spuren am Ende? Und hier geht's nicht weiter, wie? Nein, es kommt. Irgendwas ist hier. Sie haben sich gewundert, warum die Spuren hier aufgehört haben. Haben gefragt, ob sie nach einer Zeit verschwinden. Aber nein, da kommt das Wesen, was wir verfolgt haben. Grundgütiger. Und es ist ein großer Apparat hier. Und ein vor allem sehr hässliches noch zudem. Ist ja widerwärtig. Wo ist es? Oh, da ist es. Da ist es. Es ist groß und schnell. Also. Angreifen. Wir können nichts anderes machen. Wir müssen gegen das Ding kämpfen. Und noch einmal. Oh, es plant was. Jawohl. Es liegt flach. Oh, komm. Ein wenig auf Abstand gehen. Ich habe echt Angst, dass ich mir gleich einen schweren Schlag einfange. Nun schützt uns unser Mitama. Sehr nett von dem Teil. So ein bisschen auf dem Schwanz rumhacken, ja? Ich glaube, das haben die nicht so gerne. Jawohl. Eine Extremität ist schon abgerissen worden. Ich klopfe weit auf dem Hinterlauf. Denn dann fällt es. Und jetzt auf den Kopf. Jawohl. Genau so soll es laufen. Oh, verdammt. Und von hier penetrieren wir noch ein wenig die Hinterläufe. Mit unseren Doppelklingen. Man sieht,
Wir führen hier schon gut Schaden gerade aus. Schnell hinziehen und weiterklopfen. Komm schon. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Müssen uns aber jetzt kurz regenerieren ein wenig. Vor allem, wenn wir solche Schläge hier einstecken müssen. Okay. Komm schon. Jetzt machen wir kurz einen Prozess mit dem Teil. Ja, komm her. So, jetzt haben wir ein Siegel aus dem Gebiet hier gekriegt. Oh ja. Oh ja. Was geht hier ab? Ich krieg gleich einen epileptischen Anfall, wenn das so weitergeht. So. Oh ja. So, hier noch ein bisschen raufschlagen. Okay. Moment, dahin. Und dann von hier ein wenig draufschlagen. Auf jeden Fall, je weiter wir das Monster in die Enge treiben, desto stärker scheint es auch zu werden. Deshalb, wir müssen hier echt vorsichtig sein. Jawohl, komm. Ja, jetzt ist die Gelegenheit, das Teil hier auseinander zu pflücken. Oh, verdammt. Puh. Alter, was macht's jetzt? Fast in aller Welt. Es kann fliegen durch seinen Schwanz, oder was? Das Teil wird ja echt viel, viel stärker. Und hol dir ganz andere Angriffsmuster raus, ja? Jetzt aber. Nicht mehr lange. Gleich haben wir es geschafft. Noch ein wenig. Okay. Jetzt versuchst du es damit nochmal. Nee, da kommen wir nicht ran. Wir müssen näher ran. Jetzt aber nochmal. Jetzt. Also los. Müssen wir ihm gleich eigentlich auch den Gnadenstoß verpasst haben hier. Jawohl. Daiba Tachi hieß er. Und es ist besiegt. Das Monstrum. Wir kriegen einen neuen Mitama. Und die prügeln sich hier noch mit irgendwelchen Flugwesen rum. Jawohl, damit ist die Festung gesichert. Meine Fresse, da haben wir ganz schön hier, habe ich ganz schön gut benutzen können, die Dämonenhand. Ja, Gott sei Dank, das freut mich. So, ich bin am Ende meiner Handlungsgrenze hier sozusagen angekommen. Wir sollten uns zurückziehen. Ja, stimmt. Aber mich interessiert, was mit den Dämonen an der Nordfront passiert ist. Ob sie hier gut, die andere Gruppe gut weiterkämpfen konnte. Aber wir sollten erstmal zurückkehren und dort gucken, wie es dort läuft. Aber wir waren aber relativ gutes Team hier, ne? Oha, was passiert jetzt schon wieder? Moment mal, was ist das? Hey, Kurando! Oh nein, und schon wieder wurden wir
in eine Raumzeitschleife hier anscheinend gezogen. Von dem Mitama, den wir hier gerade gekriegt haben. Und es ist der Mitama, also die Seele von Shizuka Gozen. Eine Dame aus der Heianzeit, soweit ich weiß. Und die sagt, ich durchschreite den weißen Schnee an der Spitze des Furuno-Berges. Und auf der Suche nach meiner geliebten Person. Ah, um sie zu treffen. Herr Lord Kuro, ich habe auf dich gewartet. Besitzer des Mitama. Dank dir konnte ich meinen Lord Kuro wieder treffen. Nach so langer Zeit anscheinend. Nach so langer Sehnsucht. In dir ist anscheinend auch der Mitama von Minamoto no Yoshitsune. Und soweit ich weiß, war sie die Konkubine von ihm einstmals. Jedenfalls, ich möchte dir danken. Und ich zeige es dir jetzt. Das Zeitportal, was ich in diesem Gebiet geöffnet habe. Ein Tor in eine weit entfernte Erinnerung. Also lass uns gehen. Will ich das überhaupt? Ich wollte doch gar nicht. Ich wollte erstmal in meine Heimatstadt zurückkehren. Ja, denn dort gibt es auch noch was zu erledigen. Wir müssen ja gucken, wie es an der Nordfront weitergegangen ist. So, jetzt sind wir hier weit entfernt in einem anderen Gebiet hier. Da ist ein Miasma-Portal, das offen dort strotzt. Können wir es alleine verschließen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, sie hat uns nur gezeigt, wo es ist. Okay. Schon ist mal wieder weg. Das ging jetzt aber irgendwie sehr schnell. Meine Fresse. Was zur Hölle ist passiert gerade? Ich habe keine Ahnung. Da sind wir wieder. Das war also nur mal ganz kurz so zum Dank, hat sie uns gezeigt, wo das Loch ist, was wir zu verschließen haben. Oh mein Gott, hab ich mich verjagt. Was in aller Welt ist denn... Ist das auch die Kraft eines Mononofu, die du hier präsentierst? Das kann doch nicht sein. Nein, nein, nein. Was zur Hölle ist passiert? Ich weiß nicht, kann ich sagen. Der Einfluss der Mitama oder die Kraft der Finsternis? Ich antworte mal offen. Einfluss der Mitama. Was? Die Mitama haben dir einen Anblick gezeigt? Eine Landschaft? Wovon redest du? Aber es scheint hier noch verschiedene mysteriöse Sachen in dieser Welt zu geben, die wir hier gerade gesehen haben. Also in einer Welt, in der Mitama und Uni existieren, da muss man sich wohl nicht mehr wundern. Also ihr seid auf dem Weg. Irgendwie ist es ja komisch, was da mit euch ist, ne? Es ist wie damals. Es kommt auf einmal ganz plötzlich. Wie ein Uni, der aus einem Uni-Tor herauskommt. Zack, ist man weg, ja? Na, jedenfalls, jetzt sollten wir erstmal zurückkehren. Denn ich mach mir Sorgen um unsere Heimatstadt und die anderen. Also lass uns gehen. Jawohl. Also ich glaube, das hat jetzt wirklich tatsächlich nur den Nutzen gehabt, dass wir wissen, wo dieses Portal ist, damit wir das dann mit geballter Kraft schließen können wieder. Und das werden wir dann wahrscheinlich in Bälde auch schon tun. Jetzt geht's erstmal zurück in unsere Heimatstadt, um nun tatsächlich auch mal zu gucken, was da los ist. Hoffentlich hat Benizuki samt ihrer Leute die Nordgrenze retten können. Ansonsten werden wir jetzt in die Trümmer zurückkehren. Nee, da sind wir. Zurück. Also du bist unverletzt, Tsubaki. Oder? Ah, Yakumo, du bist zurückgekehrt. Darüber hinaus auch Benizuki. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, Tsubaki. Gott sei Dank warst du dort. Und was ist mit den Dämonen im Norden gewesen? Sie wurden alle vernichtet. Wir Samurai haben sie ausgelöscht. Aha. Die Samurai. Ach, da seid ihr auf einmal mitten im Kampf sind sie gekommen. Nun ja, es ist ja schon gut, dass wir gekommen sind, ja? Ja, wenn ihr mal nicht gekommen wärt, was wäre dann? So, also mitten im Kampf kamen auf einmal die Samurai noch dazu. Dank ihnen konnten wir die Uni zurückschlagen. Gott sei Dank seid ihr alle unverwundet.
Und wir hatten das große Glück, dass uns auch ein Samurai geholfen hat. Und zwar Kamuna, der kam zu uns und hat uns da ganz schnell aus der Bredouille gerettet. Das war super. Was mit dem Monster, Chef? Den haben wir natürlich besiegt. Verstanden, gute Arbeit. Das war's mit der Arbeit. Du darfst jetzt zurückkehren. Verstanden. Also dann, bis demnächst, ihr Sonderlinge. Wer ist hier ein Sonderling? Huh? Was ist jetzt? Ach, das war eine Samurai-Tussi. Das ist ja schon sonderbar, dass die Samurai so kooperativ sind, ja? Also, es scheint, dass sie geholfen haben, weil Vize-Generälin Manatsuru, das war die Frau mit der Brille gerade von den Samurai, die hat wahrscheinlich gut drauf zugeredet. Denn anscheinend hat sie auch Vertrauen an uns geschenkt. Das ist also, sie wird auch, ihr Codename ist wahrscheinlich auch Vize-Generälin, böse Vize-Generälin sozusagen. Hat also auch ihren Ruf weg. Und darüber hinaus, Kommandant, was machen wir jetzt? Wir werden erstmal den Notstand beibehalten und erstmal in Deckung gehen und Stellung beibehalten. Ja, wir werden erstmal noch aufpassen, wenn da noch Oni kommen. Du bleibst noch ein wenig in dem Dorf, Tsubaki, denn es kann immer noch sein, dass von Norden und Süden Oni zum Angriff schlagen. Verstanden, überlass es mir. Kunano und Gwen, danke für eure Mitarbeit. Darf ich diese Dämonenhand behalten? Ich denke schon. Die Professorin hat gesagt, wir sollen sie jemanden geben, dem wir vertrauen. Dankeschön. So, ich möchte die beste Kriegerin werden und euch sehe ich gerne als Kameraden und natürlich als Rivalen an. Also lasst uns dann weiter gemeinsam kämpfen für das Wohl des Dorfes und die Vernichtung der Oni. Und ja, ich sag mal Gambaro, also gib dein Bestes. Ich gebe nicht auf, Kudan, und ich werde auch nicht verlieren. Wir sehen uns, Tsubaki. Ja, versprochen. So. Ah, okay. Und jetzt können wir Tsubaki und Kamuna jetzt gemeinsam in unser Team nehmen. Das ist cool. Also haben wir zwei Kameraden gewonnen. Und auch viele Kampferfahrungen gleichsam mitgebracht. Aus der Festung, die wir beschützt haben. Und jetzt sind wir wieder zurück, meine lieben Leute, um hier an dieser Stelle die Folge zu beenden mal wieder. So schnell geht das. Aber was jetzt endet, wird in der nächsten Folge weitergehen. Und bis dahin könnt ihr mal schön kommentieren, liken und sonst was machen. Und ich freue mich auf euch. Deshalb schaltet wieder ein. Bis dahin bleibt ihr wieder gesund und munter. Gabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.